Und ein herzliches Willkommen zurück. Was heißt zurück? Aber mal wieder hier. Bei einem React von mir, von Lua YouTube, Let's Plays als Hobby. Zu jemandem, ich meine, man kann es mit Sicherheit schon erkennen, diese Gacha-Live-Videos macht nur einer. Nämlich Schmuffin YouTube. Hallo. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Er hat ein neues Video rausgehauen, hier von Gacha-Live. Wo er wieder Karten entwickelt hat für Yu-Gi-Oh! Ich nehme es zumindest an, dass da auch neue dabei sind. Und wie immer bin ich mega drauf gespannt, weil ich finde es immer so lustig, was er sich da ausdenkt, was für Szenen der aus meinen Videos nimmt und dadurch ja, diese Karten baut, ne? Wo ich zu sehen bin. Bin ich mega gespannt. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal direkt an, drücken da mal auf Play und machen wir erstmal einmal auf Like. Hat schon 8 Likes mit meins. Okay, bei 20 Aufrufen, nicht schlecht. Und dann drücke ich mal auf Play. Das Video geht 10 Minuten, fast 11 sogar. Schauen wir mal. Ich lese jetzt einfach schon mal das erste hier vor. Hey Leute, und damit wieder herzlich willkommen zu Gacha Live. Sagte Schmuffin. Guck mal, das Ganze mal an hier. Ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht, ein paar Karten wieder zu zaubern für euch. Und nicht wundern, dass die Charaktere heute anders aussehen. Weil ich habe ein neues Handy bekommen und dann waren alle alten Charakter weg. Ja, das kenne ich. Und ja, das war, glaube ich, alles viel... Was? Und ja, das war, glaube ich, alles. Ah ja, Punkt. Viel Spaß bei dem Video und nicht wundern, dass manche Karten komisch sind. Bin ich gespannt. Wow, Löwe, letztens hast du mich aber richtig fertig gemacht. Sorry. Ja, war ja auch... Was? War ja auch nicht schwer. Ich habe ja nachgedacht. Echt? Ich habe nachgedacht? Kam mir nicht so vor bei dem Video, aber gut. Gut. Aber egal, jetzt Schmuffin. Ich habe Hunger wie Sau. Wir können ins Kaffee gehen. Warum nicht? Klar, gerne. Wird es wahrscheinlich noch selten was für mich geben, dann trinke ich wenigstens nur mal einen Kaffee. So. Da kommt sein Kumpel Chassi. Die sehen irgendwie traurig aus. Hey, Lua und Schmuffi, wie geht es? Was macht ihr so? Hey, Chassi, wir wollten ins Café gehen. Hast du Lust mitzukommen? Klar, gerne. Mal gucken, was es hier Leckeres gibt. Ein Marcel ist der Koch, okay. Oh, bonjour. Nehmen wir an, das wollte er schreiben. Hi, wir hätten gerne einen Tisch. Zum Essen. Ein Tisch? Am Moment, wir haben keinen Tisch. Wie kein Tisch? Ich hab Hunger auf dem Tisch, was soll das? Wo sollen wir dann essen? Achso. Nein, wir sind ein Kaffee, wo du ums Essen kämpfen musst, um es zu essen. Also damit du es dann mitnehmen kannst. Kämpfen? Ja, Monami, ein Yu-Gi-Oh-Kampf gegen mich. Monieu. Und wenn ihr gewinnt, ist es sogar kostenlos. Hört sich ja super an. Aber wer soll kämpfen? Der Mann mit dem Bart. Warum ich? Warum nicht? Du hast ja mich auch besiegt, also dann schaffst du auch das. Stimmt. Ach komm, probieren geht über Studieren. Also fangen wir an. Wie Sie wünschen, Monsieur. Nochmal, Monsieur, mon ami, keine Ahnung. Noch dazu zu erwähnen, man sieht es, glaube ich, hier. Nee, man sieht es nicht. Der Titel nennt sich Von Lua YouTube beschwört einen Gott gegen einen Koch. Man darf gespannt sein. Was für ein Gott. Wie sieht der Gott aus? Das frag ich mich auch. Okay, los geht's.
Duell, dann ist es Zeit für ein Duell. Okay, Mon Ami, ich fange an. Ich heiße Löher, nicht Mon Ami. Ich aktiviere den permanenten Zauber Speisenkochtopf. Dann beschwöre ich den chlorreichen Speisenpfirsich. Okay, alles klar. Dann mal, Speisenkochtopf. Jedes Mal, wenn ein chlorreicher Speisenmonster zerstört wird, erhält diese Karte eine Marke. Du kannst 5 Marken von dieser Karte opfern, um die chlorreichen Speisen... Ich kann es nicht mehr sehen. Nee. Warte mal. Speisen Bananenhydra zu beschwören. Okay, alles klar. Bin ich aber gespannt. Also, krasser Einfall. Chlorreiche Speisen Pfirsich. Wenn diese Karte zerstört wird, kannst du einen chlorreichen Speisen Schokoladenmonster vom Deck spezial beschwören. Interessant. Dann lege ich 2 Karten verdeckt und beende sie in Trammel. Okay, ziehe. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das so alles kommt. Nein, ich habe was vergessen. Die beiden haben 8000 Lab. Lab. Okay, damit ihr es wisst und jetzt viel Spaß. Ja gut, wo war ich? Stehen geblieben? Ich wollte ziehen. Okay, ich beschwöre Hey Ho Löher im Angriffsmodus. Lege einen Kartengreif an. Los Hey Ho Löher, zerstöre den Pfirsich. Wenn diese Karte beschworen wird, kannst du 2 Karten ziehen, okay? Also gegen den Pfirsich gewinne ich schon mal. Ich gewinne gegen den Pfirsich. Was ist das? Okay. Okay, dann aktiviere ich meine Falle. Was für eine Falle? Den chlorreichen Speisenpfeffer. Was ist das denn? Pfeffer, schwarz gemahlen. Hoho. Darf man das so sagen? Oder so nennen? Weiß ja nicht. Du kannst ein Monster vom Gegner zerstören und eine chlorreiche Marke auf den chlorreichen Speisentopf legen. Aha. Weil du ja den Pfirsich besiegt hast, kann ich einen chlorreichen Marke auf den Speisentopf legen. Aber du erhältst Schaden. LP. Und egal. Okay, dann beende ich, du bist. Okay, dann fange ich jetzt mal an, ich ziehe. Und durch den Pfirsich darf ich noch einen chlorreichen Schokoladenmonster spezial beschwören. Los, chlorreiche Speisen, Schokoschaf. Schokoschaf, ja. Und weiter, ich beschwöre einen chlorreichen Speisen, weißer Schokoschaf im Angriff. Und aktiviere seinen Effekt und hole seinem Bruder den grünen Schokohasen, alles klar. Na gut, das ist natürlich alles verdeckt. Warte mal, was steht? Muss noch mal ein bisschen spulen hier. Was steht bei dem Schaf? Dieses Schaf wurde in Schokolade verwandelt und kämpft, um wieder normal zu werden. Wie geil. Das nenne ich Einfall. Echt klasse. Und der hier. Chlorreicher Speisen, weißer Schokohase. Wenn diese Karte beschworen wird... Was? Bekommst du chlorreich grünen Schokohase vom Deck oder... Also, kannst du einen chlorreichen grünen Schokohase vom Deck oder Hand spezial beschwören? Schaut ja wieder voll raus hier. So, der grüne Schokohase. Wenn diese Karte beschworen wird, kannst du einen chlorreichen Zauberfeinkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Aha. Und aktiviere seinen Effekt und nehme mir einen Chlorreich-Zauber oder Feinkarte auf die Hand. So, und jetzt aktiviere ich den Spielfeldzauber chlorreichen Speisenherd. Alles chlorreich. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr lesen. Nee, das kann ich nicht mehr lesen. Okay. Vielleicht erfahren wir das noch. Und jetzt meine grüne Hasenattacke zerstöre Hey Ho Löher. Ich
Jetzt habe ich nur noch 7600. Noch 200 mehr als er immerhin. Und weiter, los, weißer Hase. Also, Attacke. Boah, jetzt sitze ich da wie ein kleines Kind, ey. 5400 Let's Play. Let's Play, genau. Halt, ich aktiviere meine Falle. Und weiter, Schoko. Diese Falle heißt Tanzparty und zerstört ein Monster und ich kann einen der Monster beschwören. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist eine geile Karte. Hey. Ja, Tanzparty. Die kennen wir noch vom vorherigen React-Video von mir. Und ich zerstöre das Schokoschaf und beschwöre ein Löhrmonster. Löhr versteht nichts. Was? Mal wieder versteht Löhr nichts, hat er hier stehen. Ja, alles klar. Super Effekt. Also mein Blick dazu. Ja, und ich beschwöre den Löhr, der nichts versteht. Ja, so kommt es mir auch so ein bisschen vor gerade. Aber gut, okay. Schauen wir mal. Okay, du hast zwar meinen Schokoschaf besiegt, aber trotzdem habe ich noch Monster. Die mich beschützen. Ich weiß, aber die kriege ich auch noch weg. Irgendwie. Jetzt bin ich. Ich ziehe. Sorry für das Gehen. Und den Frühwach. Ich lege eine Karte und beende. Tja, Löhr, so wie es aussieht, gibt es nicht, was ich noch hätte. Ich ziehe. Und ich zeige dir jetzt mal den King unter meinen Monstern. Ich opfere beide Schokohasen für glorreicher König Schmuffin. Oh. Aber kein Muffin, das ist Keks. Oder? Wenn diese Karte beschworen wird, darfst du ein Monster zerstören und Karten in Höhe der Stufe des zerstörten Monsters ziehen. Komischerweise bin ich Stufe 4, aber hab von nichts Ahnung. Alles klar. Meine Güte, 3800 und 3000 Dev. Mal gucken, wie ich das schon wieder schlage. Und der Speisentopf hat jetzt 5 Magen auf sich drauf und ich höre ein Monster, was... Was? Und ich höre? Und ich höre ein Monster, was frei sein will. Ah, okay, okay. Alles klar. Ja, da kommt jetzt bestimmt diese komische Hydra-Dings da. Bin ich mal gespannt. Und es wird jetzt frei sein und Unheil in den Kampf wüsten. Ich biete den Topf und... Was, ich biete den Topf? Sorry, Schmuffin. Und es wird jetzt frei sein und Unheil ihn in den Kampf. In den Kampf. Ring? Wüsten? Keine Ahnung. Ich biete den Topf. Okay. Löher versteht nichts. Okay, die Karte passt ganz gut gerade. Okay, mal weiter. Und die Magen als Tribut an und lass die Monster jetzt frei. Komm her, glorreiche Speisen, Bananenhydra. Okay, geile Sache. Das kann ich jetzt leider allerdings auch nicht lesen. Vielleicht, wenn ich es größer mache? Nee. Kann ich auch nicht lesen, alles klar. Schade. Aber sieht lustig aus. Das hat er cool hingekriegt. Wie gesagt, Respekt vor seinem Einfall. Und so, du hast jetzt nur ein Monster, das reicht nicht, um zu gewinnen, Löhr. Hahaha. Als Attacke, mein König, zerstöre das Monster. Wird wieder eine knappe Kiste hier. Aber mir reicht's auch, weil ich aktiviere meine Falle. Jetzt gibt's Stress. Geil. Das ist auch cool gemacht. Wenn ein Löhrmonster zerstört wird, zerstört das angreifende Monster und der Gegner erhält 1000 Schaden. Das finde ich gut. Jetzt gibt's Stress hier, aber wirklich. Los geht's. Geil. Jetzt gibt es Stress. Und ich darf ein Monster zerstören und ich zerstöre Bananenhydra. Gar nicht. Das angreifende Monster, das also heißt... König Schmuffin hat Angriff mein Monster zerstört. Also müsste ich dieses Monster doch zerstören, oder? Nicht die Bananenhydra. Hm.
Nein, nicht meine Hydra! Und obendrauf erhältst du 1000 Schaden. Ja, trotzdem noch einiges mehr. Und egal, ich gehe, ich meine Zeit. Was? Und egal, ich gehe. Ich gehe, ich meine zweite Phase und aktiviere den Effekt von meiner Hydra. Die ist doch schon tot. Verbanne ein Monster und hol die Karte wieder aus Feld. Also komm her, meine Hydra. Okay, dann bin ich halt, aber was willst du tun? Ich habe zwei starke Monster und du hast kein Monster auf dem Feld. Achso, ich habe bestimmt noch mehr Stress für dich. Also, was willst du tun, Löhr? Hahaha. Stimmt, der hat recht. Was mache ich jetzt? Ich weiß es zwar nicht, aber ich muss einfach auf die nächste Karte vertrauen. Okay, ich ziehe. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Hä? Die drei Karten. Ich darf drei Karten ziehen. Aktiviere ich meine Zauberkarte. Was? Löhr übt Grimassen. Okay, was ist das für ein Zauber? Du darfst zwei Löhr-Zauberkarten auf die Hand holen und kannst eine Falle vom Deck setzen. Okay. Löhr übt Grimassen. Die mir erlaubt, zwei Löhr-Karten auf die Hand zu nehmen. Okay. Ja, aber erklär mir mal, wie du jetzt noch gewinnen willst. Pass erstmal auf, was ich alles sieh. So, natürlich, aktiviere den ersten Zauber und zwar die Löhr-Teilung. Ja, die kennen wir noch. Falls du ein Monster auf einem Feld hast, darfst du ein Löhr-Monster von Deck. Ah, nee, falls du keine Monster auf deinem Feld hast, darfst du einen von Löhr-Monster vom Deck oder Hand oder ich nehme an Friedhof oder Stapel oder sowas legen oder beschwören. Spezial beschwören, Friedhof, ja. Und ihr habt mir ein Löhr-Monster spezial zu beschwören, weil ich keine Monster habe. Und ich beschwöre, ich trinke nichts, Löhr. Den kennen wir ja auch noch, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Ich trinke schon nichts, keine Sorge. Oder vielleicht doch? Und jetzt aktiviere ich den Zauber. Die Zauberkarte in der Videobeschreibung verlinken. Verlinken in der Videobeschreibung. Wenn diese Karte aktiviert wird, kannst du zwei Löhr-Monster spezial beschwören vom Deck, Friedhof oder Hand. Was ich für coole Zauber habe. Die mir erlaubt, zwei Löhr-Karten spezial zu beschwören. So kommt. Oh Gott. Achso, ja, die kennen wir ja schon, ne? So kommt er am ein, zwei Löhr-Monster. Und jetzt opfere ich alle drei Monster. Okay. Jetzt kommt der Gott. Ne? Nein, du holst doch jetzt nicht etwa diese Karte. Großer Hund am Himmelzelt, hör den Ruf aus der Hundewelt. Steig aus deinem Körbchen, ich brauche dich schnell. Bring mir den Sieg in diesem Duell. Cool. Überzieh die Wiese mit deinem Gesabber. Was? Und lass deinen Zorn auf meine Feinde niedergehen. Ich bin derjenige, der dich erweckt. Erscheine in diesem Spiel mit dir zu siegen, ist mein Ziel. Ich Schmaffins Todeshund. Was? Ah ne, los Schmaffins Todeshund. Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre ich. Hundeffekt. Diese Karte braucht drei Tribute. Wenn diese Karte beschworen wird, zerstöre alle Monster und Zauber und Feinkarten, die dein Gegner kontrolliert. Auf diesen Effekt kann nichts aktiviert werden. Okay. Nein, nicht er. Oh doch, und genau, und ich aktiviere seinen Effekt und zerstöre dein Monster und mache dir 2000 Schaden. Das reicht aber nicht. Immer noch nicht. Ach wirklich, ich darf noch ein Monster normal beschwören, echt? Was kommt da? Ich spüre den abgelenkten Löhr. Löhr ist so abgelenkt, dass er nicht so stark im Angriff ist. Was soll das?
Aber es passt einfach alles. Also diese Titel mit der Beschreibung, den Effekten oder was auch immer, ich finde das echt cool. So, und abgelenkter Löwe, Attacke. So, und jetzt Todeshund-Attacke mit göttlichen Gebell. Gewonnen. Sie, Leute, das war's jetzt. Im nächsten Part wird es dann weitergehen. Und euch jetzt noch einen schönen Abend und nicht vergessen, lasst ein Like und ein Abo da. Natürlich auch bei mir und bei ihm. Und jetzt bye. Eieiei, ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, was tut der jetzt im Löher-Deck für einen Gott beschwören? Da wäre ich echt gespannt gewesen, was er da für ein Bild von mir ausgesucht hätte oder für einen Titel oder was auch immer. Aber der Hund ist auch gut. Ganz ehrlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt ein Hund kommt, vor allem dein Hund. meine Karte auf jeden Fall wieder super gemacht. Zwei, drei neue waren jetzt dabei. Haben zwar keine Effekte gehabt in der Hinsicht, aber die Beschreibung war einfach klasse. nee, cooles Video. Also wie gesagt, er ist sehr ja, einfallsreich, ne? Was er hier so fantasymäßig hier so alles herzaubert. Ich finde es klasse, ich finde es toll, gefällt mir. Schmarfin, hast du super gemacht. Auf jeden Fall, Daumen nach oben habe ich dir ja schon gegeben. Abonniert habe ich dich ja sowieso, ist ja klar. Und danke für dieses tolle Video. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen mit meinem React. Geht auch mal auf seinen Kanal, logischerweise. Und ja, lasst dort auch einen Daumen oben da und ein Abo. Und bei mir natürlich auch. Danke fürs Zuschalten. Das war wieder ein React mit von Lüa YouTube. Let's Plays als Hobby auf ein Schmarfin YouTube Gacha Live Video bei einem Yu-Gi-Oh! Kampf mit meinen Karten und auch Karten. Keine Ahnung. Waren auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Gerade die Hydra, die sah klasse aus. Aber gut, danke euch fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Und tschüss.